Rumänien. Ein kleines Dorf in Zentralrumänien, 17.09.2016. Alex schlief nur 5 Stunden. Die Sorgen um seine Familie und seine Situation ließen ihn nicht länger ruhen. Gegen 18 Uhr stand er auf und ging in die Küche im Haupthaus, wo Jakob am Küchentisch saß. Er begrüßte ihn freundlich und lud ihn zu einer Tasse Kaffee ein. Dazu reichte er ihm ein paar Scheiben Brot mit Butter, etwas Knoblauch und Tomaten mit dicker Schale. Er lächelte. »Na, da hast du eine lange Reise hinter dir, mein Freund«, sagte er. »Was willst du jetzt machen?« »Ich weiß noch nicht. Ich hoffe, niemand hat mich verfolgt. Mein Smartphone habe ich sicherheitshalber weggeworfen. Man kann die Akkus in dem Ding nicht entfernen und es sendet wahrscheinlich auch dann, wenn man es vermeintlich ausgeschaltet hat. Ich habe nur noch mein altes Nokia, damit ich Andrea erreichen kann. Sonst nehme ich den Akku immer raus. Hat sie vielleicht schon bei dir angerufen?« »Nein, ich habe noch nichts von ihr gehört. Ich hoffe, sie hält das durch.« Andrea ist hart im Nehmen. Aber Alex machte sich dennoch Sorgen. 15 Stunden im Auto mit kleinen Kindern ist kein Pappenstiel. »Und was ist der Grund, warum du hier bist?«, fragte Jakob. Bislang konnten sie sich nur verklausuliert unterhalten. Aber jetzt erzählte Alex Jakob im Detail, was er in den letzten Wochen und Monaten erlebt hatte. Er berichtete auch von seinem Besuch in Zürich und von seinem Gespräch mit Tiefenbrunner. Jakob lächelte und sagte, dass die Schriftgelehrten noch nie wirklich verstanden hätten, worum es in der Bibel geht. »Aber warum ist die Wiedergeburt Jerusalems für dich so interessant? Und offensichtlich auch für andere?« »Warum es für andere interessant ist, weiß ich noch nicht. Aber ich für meinen Teil glaube, dass Gott diese Wahrheit der Bibel in der letzten Zeit offenbart. Er tut das nicht hunderte von Jahren, bevor es passiert. Du weißt selbst, dass in Daniel 12 steht, dass das Buch bis auf die letzte Zeit versiegelt ist, dann aber viele dort großes Verständnis finden sollen. Ich glaube, wenn Gott uns mitteilt, dass seine Stadt Jerusalem am Ende der Zeit wiedergeboren wird, dann ist es nicht mehr lange hin, bis es auch geschieht. Ich glaube, das ist ein deutliches Endzeitzeichen und es ist nicht das einzige. Wir hoffen alle, dass der Herr bald kommt, aber das hört sich natürlich sehr konkret an, sagte Jakob. Ja, ich glaube, das ist auch sehr konkret. So konkret, dass in mein Haus in Frankfurt eingebrochen und alles durchsucht wurde. So, die Wühlmäuse. Ja, und ich war froh, dass sie Andrea und die Kinder nicht erwischt haben, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie mich nicht auch hierher verfolgen. Wie gesagt, mein Handy habe ich weggeworfen, aber das sind Profis. Ich gehe davon aus, dass sie meinen kompletten Datenbestand von meinem Server runtergeladen haben. Wenn es die Art von Leuten ist, die ich vermute, dann werden sie mich irgendwann finden. Ich möchte nicht, dass du und deine Familie in Gefahr kommen. Irgendwie sind wir immer in Gefahr, sagte Jakob ruhig. Aber ich weiß, was du meinst, und ich denke, es wäre wichtig, wenn die Brüder hiervon auch erfahren würden. Meinst du, es wäre möglich, ein Treffen zu organisieren, in dem ich ihnen das, was ich gefunden habe, zeigen kann? Ich will sehen, was ich tun kann. Wahrscheinlich haben wir nicht viel Zeit. Aber du gehst jetzt erstmal duschen. Ich rufe ein paar Leute an. Um 8 gibt es Abendbrot. Und dann geht's in die Falle. Ich glaube, morgen wäre ein guter Tag, die Brüder zu sehen. Alex ging in die kleine Wohnung in einem der Nachbargebäude. Er duschte lange und heiß und fühlte sich anschließend etwas erfrischt. Abends saß die ganze Familie beim Abendbrottisch. Es wurde viel gelacht und trotz der heiklen Lage freute man sich, sich wiederzusehen. Jakob hatte einige der Brüder erreicht und man hatte sich für den kommenden Abend verabredet.